So, Leute, herzlich willkommen bei Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Im letzten Part haben wir uns die Rüstung von Brutus geholt. Die unzerbrechliche, sehr widerstandsfähige, stärkste Rüstung im Spiel. Es gibt noch eine stärkere, wie ich nachgelesen habe. Die sind allerdings konsolenexklusiv. Was ist so? Weil ich sie nicht bekommen kann. Die Helmschmied-Drachenrüstung. Ja. Und so habe ich mir jetzt gedacht, in diesem Spiel, in diesem Let's Play Part, werde ich mal den Animus verlassen. Machen Turnstuhl dann noch außerhalb da drin rum. Egal. Den Animus verlassen und zu Lucy Rick und schauen, ja. Ich will in den Altarraum zurückkehren. Oh, mal sehen, was uns dann in der realen Welt erwartet, wenn da das Ausrufezeichen ist. Schon lange nicht mehr gesehen, gell? Willkommen zurück, Desmond. Yeah, danke. So. Desmond Miles. Ja. Diese defekten Erinnerungen werden klarer. Erstaunlich. Die Sequenz repariert sich selbst, als ob wir dir helfen, ein psychologisches Trauma zu verarbeiten. Dann werde ich nach alledem viel ausgeglichener sein? Oh, das weiß ich nicht. Aber die Idee ist cool. Sagst du das, weil du dich schuldig fühlst, dein Hirn gegrillt zu haben? Sean kriegt Toilettendienst. Okay. Ah, ja klar, hältst du zu ihr. Kommunisten. Okay, das hat jetzt Stil, also... Drück mal nochmal eine Taste. Wir reden später. Okay, die hat nichts mehr zu sagen. Geh ich halt mal zu Sean. Gibt's gute Geschichten über Cesare? Machst du Witze? Er war berüchtigt. Hör zu, 1502 rebellierten seine Obristen gegen ihn. Er machte Zugeständnisse und sie kehrten zu ihm zurück. Dann, am Silvesterabend 1503, versammelte er sie in einem Raum in Senigallia. Sie wurden alle verhaftet. Zwei band man Rücken an Rücken und Micheletto erwürgte sie. Der Rest wurde in Ketten gelegt und kurz darauf hingerichtet. Wow. Das Erstaunliche daran ist, dass Cesare so freundlich in den Monaten davor war, dass niemand die Falle bemerkte. Machiavelli nannte ihn Meister der Täuschung. Also bei mir in meiner Gegenwart hat Machiavelli ihn aber noch nie Meister der Täuschung genannt. Oh, was an die Luzi zu sagen. Moment mal. Wie lange haben wir bis zum Start des Templar-Satelliten? Am 8. Oktober. Dann bleiben uns noch 74 Tage. Nicht viel Zeit. Denk an das, was wir im letzten Monat erlebten. 74 Tage sind eine lange Zeit. Einen Moment mal. Dieses Spiel, dieses Ding da auf dem Computerbildschirm habe ich schon einmal gesehen. Das ist Assassin's Creed Project Legacy von Facebook. Unglaublich. Vielleicht können wir es noch irgendwie besser sehen. Hey. Ja, das ist es. Cool. Und komm vor Sonnenaufgang zurück. Da sind ein Headset und eine Uhr. Die? Ja, nimm sie mit. Ja, wir dürfen nämlich eine gewisse Zeit lang draußen rumlaufen in Monteregioni. Undenkbar, wenn man an den ersten Teil zurückdenkt, wo Desmond noch vollkommen, naja, er konnte noch nicht mal, also er durfte noch nicht mal rennen. Geschweige denn klettern oder sowas. Nein, dann Assassin's Creed 1 ist man nur in diesem kleinen Raum von Abstergo rumgelaufen. Und im späteren Spielverlauf dann nochmal in einem kleinen Raum. Vorausgesetzt, man hat alles in der realen Welt gemacht und hat da keine Fehler gemacht. Also es ist schon ziemlich cool, dass wir jetzt hier mit Desmond rumlaufen können, auch wenn es uns de facto nichts bringt. Es ist nur so ein reines Gag-Spektakel. Vielleicht hat es doch irgendwie einen Sinn, aber dann habe ich es noch nie irgendwie mitbekommen, dass wir hier irgendetwas machen könnten. Aber was könnten wir denn schon machen? Also irgendwas entdecken oder so? Statuetten vielleicht, so wie in Assassin's Creed 2.
Das wäre doch möglich. Auf die Mauern können wir nicht. Wenn wir auf die Mauern könnten wir theoretisch auch von der Mauer drunter springen. Und ich glaube nicht, dass das für Desmond eine gute Idee wäre. Geschweige denn überhaupt gerade hier rumzurennen. Ich frage mich, ob hier irgendwelche Leute wohnen. Ich meine, das sind Häuser, das sind Autos, da brennen Lichter. Macht das denn nichts aus, wenn ich hier auf den Dächern rumspaziere? Na gut, ich denke mal, es bringt hier alles nichts. Moment, ich muss mir dahin nur das war. Ja, tatsächlich, da ist ja die Familiengruft. Die gibt's hier. Man kann halt nur nicht rein, in dem Sinne. Intro, also ganz am Anfang von Assassin's Creed Brotherhood ist man ja irgendwie auch da drin gewesen. Man ist am Altar vorbei, man ist an den zwei Altaren vorbeigelaufen, an den zwei Gräbern. Hier konnte damals Ezio die Mauern passieren. Das kann Desmond jetzt nicht mehr. Also gut, ich denke, da es mir eh nichts bringt, das hier zu machen. Gehen wir nochmal zurück, also... Moment mal, jetzt muss ich nochmal was testen. Ich denke, er hatte gerade die Kletterfähigkeiten von Altair, nicht die von Ezio. Ja, das ist sogar tatsächlich so. Er kann nicht ganz so schnell hochklettern die Wände wie Ezio es konnte. Konnte gerade deswegen, weil wir schon 500 Jahre danach sind. Und hier sieht man auch schon die zerbombte Villa, wie sie damals vernichtet wurde. Hier möchte ich noch kurz hoch. Also viel mehr gibt es da nicht zu entdecken, oder? Hier. Oh. Solarzellen. Schade, ich hätte jetzt mit einem Aussichtspunkt gerechnet. Aber ist auch okay. Man sieht schon in der Ferne Strommasten und Lichter auf den Straßen. Also das haben die schon sehr überzeugend gemacht. Auch wenn das natürlich immer dasselbe ist. Zählt ja in dem Fall nicht. Außerdem, also, ich muss noch kurz ausprobieren. Ich muss 1000 Sachen ausprobieren, gell? Nämlich das hier. Aufzug in der Neuzeit. Haha. Mal sehen, ob ich verrecken kann. Alter Scheiße. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in die Villa zurück. Haupteingang ist verschüttet. Ey, wenn du das hier aufmachen könntest, da wären Florin drin, Ezio. Ezio, Desmond. Ah, es lädt, wir müssen nicht mal runterlaufen. Da ist jetzt den Modus wieder wechselt. Echt? In dieses Heiligtum gibt es tatsächlich ein offenes Dach? Hab mir doch gerade überlegt. Ah, da drüben ist ein Computer extra für mich. Folge Mailer Damon. Ja, ich will mein Benutzerkonto wählen. Wäre schlimm, wenn nicht. Oh, gelöscht. Acht. Erudito.
Essen. Ich hole mir im Café in der Stadt was zu essen. Soll ich was mitbringen? R3K. Unbeschrifteter Van. Überwachungsausrüstung. Hey Leute, ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen schwarzen. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. So, auf den Verteiler zu bleiben. Oh Mann, Lucy ist immer so ernst. Haben Sie mal die gelöschten Mails mal gelesen? Oh Gott. Kurzes Update zu den übrigen Teams in der ganzen Welt. Moskau, allein alles ruhig und sicher. So, Paolo, wie geplant abgetaucht. Osaka, das Team hat sich gemeldet. Denver, vom Radar verschwunden und zwar ungeplant. Sieht aus, als hätten wir noch ein Team verloren. Es. Naja, Leute, ich gehe morgen in der Stadt einkaufen. Hier ist meine Liste. Habe ich etwas vergessen? Äpfel, Melone, Bananen und Mango. Für Sean. Salat, Gurke, Sellerie, Tomaten, Möhren, Eier, Milch, Butter, frische Pasta, frisches Brot, Hühnchen, Hackfleisch, Speck, kanadischer, wenn möglich, Chips, Blumenerde, Brötchen, Cola Light, Orangensaft, Toilettenpapier, Shampoo, AA, AAA, 9V Batterien, Rotwein. Ach, Rebecca ist zu Ufer. Op. Moment. Was habe ich hier reinkomme? Oh, cool. Beckers E-Mails. Wow! Sean Hastings. Bier, Würstchen, Kartoffeln hat sie vergessen. antibiotische Salbe, Ibuprofen, Klebeband und hol ein paar DVDs, wenn du englischsprachige Filme findest. Lucy. Ah, sie will jetzt DVD gucken, während ich im Animus hocken muss. Ja, klar. Gutes Update. Ah ja, gut. Das Update. Er kann den Altarraum nicht verlassen. Mal was trinken gehen. Er kann den Altarraum nicht verlassen und ich werde ihn nicht alleine lassen. Hä? Töre, ein Date mit Sean, Rebecca. Was mit Desmond? So, ich musste kurz unterbrechen, aber jetzt bin ich wieder da. Beim E-Mails checken. Notfall, verstanden, ist das Lucy gesagt. Hey Lucy, es wird immer schwierig. Wo ist meine Familie, mein Hund, mein Leben? Ich weiß, was wird, ist wichtig, aber ich kann nichts gegen die Gefühle tun. Besonders, wenn wir alle am Rad drehen, so wie im Moment. Wahrscheinlich brauche ich nur jemanden zum Reden und du bist die Einzige, die das versteht. Gut, Sean ist auch noch da, aber er macht immer nur sarkastische Bemerkungen. Das kann ich nicht gerade brauchen. Rebecca. Hey Leute, nur eine kurze Warnung. Also gestern Batterien, ach so, das haben wir ja. Ja, das haben wir auch. Das, danke fürs Abgeben. Wo war er? Ich hab's gehört, aber wir können nicht viel tun, bis wir unser Ziel erreicht haben. Ich weiß, es ist schrecklich, aber ich hasse es. Es muss sein. Danke, Becca. Sean, du hast nächste Woche Aufräumdienst. Extrablatt, Rebecca ist ein Templer. Von Sean, war ja klar. Gefunden, Sean. Wochenplan, mein Nachtschränkchen. Also gut, wird dich interessant, wird's erst hier. Cool, ich kenne denn ihre Passwörter. William M. Lucy Stillman. Sika-Effekt. Hallo Lucy. Deine letzte E-Mail beunruhigt mich. Mehr deinetwegen als wegen des Projekts. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber du kriegst noch Magengeschwüre, wenn du ihn mal nicht abspannst. Das ist hervorragende Arbeit, du musst dir keine Sorgen machen. Aber was Desmond angeht, sind deine Befürchtungen wohl nicht ganz unbegründet. Ich möchte, dass du ihn im Auge behältst und alles meldest, was relevant sein könnte.
Nur wieder hier bist, machen wir ein paar Tests mit ihm. Aber unter deiner Obhut wird ihm schon nichts passieren. Pass auf dich auf und schlaf ein bisschen. William. William. Frage. Hallo Lucy, entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Ich brauche gerade Mittagessen. Gute Frage. Ich bin nicht sicher, ob wir das tun können, aber ich frage nochmal, wenn du wieder hier bist. Wir haben die Bände analysiert, die du uns überlassen hast, und Desmond scheint perfekte Fortschritte zu machen. Ich habe bemerkt, dass ihr ein gutes Verhältnis habt. Passt nur auf, dass eure Freundschaft unsere Ziele nicht gefährdet. Die Tempel, die Minerva im letzten Band erwähnte, könnten das einzige sein, was das Ende noch aufhalten kann. Gute Arbeit, wie immer. Weiter so. Lucy, ich komme gleich zum Punkt. Ich habe gesehen, dass wir am Samstag frei haben. Gestattest du mir dann eine kleine Sitzung im Animus? Rebecca sagte, sie hilft mir und es wäre auch nur ganz kurz. Ich bin neugierig, ob die Geschichte mit meiner nordischen Abstammung stimmt. Es wäre nur einmal und wirklich nur ganz kurz, deswegen sehe ich da kein Problem. Schon. Gut, gut. Sean Hastings. Mal sehen, was der so treibt. Naja, gut. Nicht viel Interessantes, nehme ich mal an. Nein! Hier sind die Assassinen-Siegel. Altair. Cool. Okay. Werde ich mal in den Animus zurückkehren. Das Baby wäre soweit. Jawohl. Und rein damit. Das geht aber mittlerweile recht schnell. Haben sie einen Borgia-Kurier, um sein Geld zu stehlen. Wenn sie allerdings töten, werden sie gesucht. Verstanden. Okay, wir sind wieder zurück im Animus. Und an dieser Stelle würde ich sagen, tschö und bis zum nächsten Mal.